Wie man den Boden arbeitet, habe ich schon mal im Video davor gezeigt. Einfach genauso den Boden arbeiten. Hier zeige ich noch mal kurz, wie man diese Viertchen verarbeitet. Also hier ich kleineren Haken am besten nehmen, unter die Schlinie gehen, den Faden durchziehen und so einfach irgendwelche Schlingen holen, unter diese Schlingen einstechen. Geht nicht. Und den Faden durchstechen. So kann man das dann verstecken. So schaut es dann aus. Also für die Arbeit nehme ich Haken Nummer 8. Ich nehme den Faden, gehe hier, also wir stechen immer hier unter diese zwei Schlingen ein, da in die nächsten zwei und so weiter. Also ich gehe unter die zwei Schlingen, hole die Masche und häkle eine Luftmasche erstmal. Dann gehe ich unter die nächsten zwei Schlingen, diesen Faden lege ich oben drauf, damit wir den auch sofort verarbeiten und ziehe einmal die Masche durch und arbeite eine feste Masche. Jetzt gehe ich einen Schritt zurück, da wo wir die erste Masche gearbeitet haben, steche ich hier nochmal ein, hole die Masche, ziehe durch und arbeite eine feste Masche. So, jetzt gehe ich in die nächsten zwei Schlingen, den Faden lege ich mir drauf, hole die Masche und arbeite eine feste Masche. Jetzt gehe ich einen Schritt zurück in die Schlingen davor, steche hier ein, hole die Masche und arbeite eine feste Masche. Und das Ganze wiederholen wir. Also unter den nächsten zwei Schlingen einstechen, Masche holen, eine feste Masche arbeiten, einen Schritt zurückgehen, das ist hier, man sieht es hier, also das sind diese zwei Schlingen, also da einstechen, Masche holen, langziehen und eine feste Masche arbeiten. So schaut es dann aus. Und so weiter. Also unter die nächsten zwei Schlingen Masche holen, feste Masche arbeiten, dann einen Schritt zurückgehen, da wo diese zwei Schlingen sind, einstechen, Masche langziehen. So schaut das Ganze aus und so arbeiten wir die ganze Runde. Also die erste Runde habe ich jetzt gearbeitet. Jetzt schließe ich die Runde mit Kettmasche. Also hier oben einstechen, Masche holen, die linke Masche durch die rechte durch. Und jetzt arbeite ich eine Luftmasche. Jetzt arbeite ich das Muster weiter. Und zwar wir stechen bei dem Muster immer zwischen diesen beiden gekreuzten Maschen. Also nicht in der Mitte, sondern einmal hier und einmal hier. Das sind immer drei Schlingen. Die mittlere Schlinge lassen wir aus. Und hier jeweils in die Schlingen daneben stechen wir ein. Zwar jetzt habe ich hier die ersten zwei gekreuzten Maschen. Also hier steche ich nicht ein, sondern hier und dann hier hinten. Also hier gehe ich hier vorne rein, hole die Masche, arbeite eine feste Masche. Jetzt steche ich hier hinten ein. Hole die Masche und arbeite zweite feste Masche. Jetzt schaue ich weiter, wo habe ich hier das gekreuzte Stäbchen. Jetzt steche ich hier ein, also eine, diese zwei Schlingen lasse ich aus. Erste Masche und jetzt steche
Stiche hier hinten, wo wir schon waren, nochmal ein und arbeite die zweite feste Masche. Und jetzt mache ich weiter, also hier überspringen, hier, da haben wir das gekreuzte, die gekreuzten Maschen. Hier eine Masche und hinter den gekreuzten Maschen einstechen und nochmal. Und das gleiche machen wir weiter auf die gleiche Art und Weise. Und so diese Runde auch zu Ende arbeiten. Das wäre das Grundmuster, so kann man das einfach in Runden weiter arbeiten. Man kann es aber auch ergänzen. Diese Möglichkeit zeige ich euch auch. So, wie ich schon sagte, man kann das Ganze auch noch ergänzen. Ich habe die erste Runde zu Ende gearbeitet. Jetzt gehe ich hier in diese zwei Schlingen rein, von hinten nach vorne, hole diese Masche und ziehe diese nach hinten. Jetzt nehme ich die zweite Farbe. So, lasse diese Maschen raus. Jetzt gehe ich unter die nächste Schlinge rein, hole diese Maschen, setze diese Maschen auch auf den Haken, hole die zweite Farbe und ziehe die Masche da vorne durch. Jetzt schaue ich mal, also hier haben wir immer diese zwei gekreuzten Maschen. Hier zwischen steche ich auch wiederum immer ein, hole die Masche und ziehe diese durch die rechte Masche durch. Also hier wiederum zwischen den beiden gekreuzten Maschen einstechen, Masche durchziehen. Also einstechen, Masche holen, durch die rechte durchziehen. Einstechen, Masche holen, durch die rechte durchziehen. Und so arbeiten wir dann weiter. Und so schaut es dann aus. So, am Ende der Runde, also hier habe ich die letzte Masche gearbeitet. Jetzt gehe ich hier, wo ich angefangen habe, von hinten nach vorne und ziehe diese Masche wiederum nach hinten durch. So, jetzt hole ich meinen blauen Faden, hole die Masche dadurch. Jetzt schauen wir hier, wo haben wir unsere gekreuzte Stäbchen. Also ich habe hier das Stäbchen. Das heißt, ich muss eigentlich auch da und da einstechen, wo wir jetzt unsere Kettmaschen gearbeitet haben. Also ich steche hier ein und arbeite die erste Masche. Dann gehe ich nach hinten, also hier, wo die Masche gearbeitet ist. Und arbeite hier die zweite Masche. Jetzt schaue ich da wiederum, wo habe ich hier die gekreuzte Masche, also hier einstechen. Also hier direkt über der Masche steche ich nicht ein, sondern gehe hier hin. Erste Masche arbeiten und dann zurückgehen, wo wir schon waren, da einstechen und nochmal eine Masche arbeiten. So, dann wiederum hier über dem Stäbchen steche ich nicht ein, sondern ich gehe in die Schlingen, die danach sind, eine Masche arbeiten und dann da, wo wir schon waren, einstechen und nochmal. So, hier habe ich hier die Masche, hier steche ich ein und jetzt da, wo wir schon waren, einstechen. So, jetzt da, das ist die nächsten gekreuzten Maschen. Ich steche hier hinten ein und dann da, wo wir waren. So schaut das Ganze aus. So, dann einfach weiter arbeiten. Und dann wiederholt ich ihr wiederum diese Kettmaschen. Also wenn das euch gefällt,
könnt ihr jede Reihe so viel arbeiten, je nachdem, wie das euch am besten passt. So, jetzt bin ich wieder hier am Ende der Runde angekommen. Jetzt steche ich, wie ich das schon gesagt habe, hier unter diese zwei Schlingen den Haken ein, hole die Masche nach hinten und dann hole ich den blauen Faden, steche ich nicht mehr hier ein, sondern hier einstechen, durch die Masche und den blauen Faden holen, durchziehen und dann wiederum. Also schauen, dass man hier immer diese zwei gekreuzte Stäbchen dazwischen hat. Und dann arbeite ich wiederum die Kettmaschen. Und so arbeite ich weitere Runden. So schaut es aus. So schaut jetzt das Ganze aus. Also ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Runden gearbeitet. Ich muss sagen, dass das Muster ziemlich in die Breite geht. Deswegen möchte ich das Körbchen oben ein bisschen schmaler arbeiten. Also ich schließe die Runde erstmal mit einer Kettmasche. Hier steche ich ein, hole die Masche und ziehe die linke Masche durch die rechte durch. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt arbeite ich feste Maschen in der letzten Runde. Ich arbeite erstmal eine Luftmasche. Und dann arbeite ich immer zwischen diesen gekreuzten Maschen eine feste Masche. Also nicht in jede Schlinge oben einstechen, sondern zwischen den gekreuzten Maschen einstechen, eine feste Masche arbeiten. Zwischen den gekreuzten Maschen eine feste Masche. Möglichst fest arbeiten, damit sich das Ganze ein bisschen zusammenzieht. Und so arbeiten wir diese ganze Runde. So schaut es dann aus. Also jeweils zwischen diesen gekreuzten Maschen einstechen, jeweils da, dann hier und feste Maschen arbeiten. So, jetzt habe ich die festen Maschen gearbeitet und das Körbchen hat sich oben jetzt schön zusammengezogen. Jetzt mache ich Folgendes. Also da habe ich meine letzte feste Masche gearbeitet, da die erste. Jetzt ohne die Runde mit Kettmasche zu schließen, gehe ich hier in die Schlinge rein, hole die Masche und ziehe diese durch die rechte Masche durch. Jetzt in die nächste Schlinge und so arbeite ich noch eine runde Kettmaschen. Und den oberen Rand. Dann aus. So, und am Ende der Runde ziehe ich diese Masche einfach nach hinten durch. Und genau. So. Ja, das passt. Also irgendwo durchziehen, entweder da oder auch hier in diese Schlinge. Kann man auch. Schauen einfach, dass es schön ausschaut. Und dann den Faden abschneiden, durch diese Masche durchziehen. So, und festziehen und das Ende dann verarbeiten. So, und dann sind wir eigentlich schon soweit fertig.